Lieben, ich wollte mir kurz die Zeit nehmen, um euch nochmals von diesem Jahr zu erzählen. Ich wollte mich einmal für dieses Jahr bedanken, denn was dieses Jahr alles passiert ist, also wenn ich das jetzt um einem Jahr vorher irgendwie oder zwei Jahre vorher meinem kleineren Ich erzählen würde, es wäre so, du lügst so in dem Sinn. Und es war einfach so krass, weil meine beiden größten Ziele, die ich mir überhaupt gesetzt habe bezüglich dem Singen, einfach so innerhalb von ungefähr einem Monat einfach mal wahr wurden. Und ja, dafür bin ich einfach mega dankbar, weil man hat manchmal so diese Tage oder so Minuten, wo man so denkt, so, ach, so diese Zweifel, die man hat, so macht es überhaupt Sinn, was man macht. Und dann, wenn solche Erlebnisse dazukommen, dann gibt einem das mega Hoffnung und einen mega Schub wieder, dass man wieder Energie hat und die man wieder reinstecken kann in neue Projekte. Und das war wirklich einfach, das mit dem Singen, das ist meine große Leidenschaft und das, was ich eigentlich mein Leben lang machen möchte. Und ich möchte einfach gar nichts anderes machen und alles andere nervt mich, dass ich, wenn ich etwas anderes machen muss, anstatt so Projekte und Singen. Und ja, deshalb bin ich auch mega dankbar für dieses Jahr. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Ausschnitte davon und danach erzähle ich euch, auf was ich nicht gefasst war. Und zwar das danach, was, wenn man seine Ziele erreicht hat. So, das ist ein ziemlich spezieller Moment gewesen und es war schwierig dann wieder sich aufzuraffen und sich neue Ziele zu machen. Aber davon werde ich euch nachher noch erzählen. Das war der Auftritt im Hallenstadion und das war deswegen so besonders, weil ich mir das einfach so als Meilenstein gesetzt habe, einfach dort mal zu singen. Es war nicht das volle Hallenstadion, es war ja auch noch die TubeCon, die Messe drin, aber es war trotzdem in dieser Halle drin und das Feeling war da und das war einfach so krass. Und jedes Mal, schon früher, als ich irgendwie mit dem Zug in Oerlikon dort vorbeigefahren bin, ich habe immer aus dem Fenster geschaut und darauf gewartet, bis ich das Hallenstadion sehe, so voll freakmäßig, aber das war wirklich so, ich habe immer hinausgeschaut, ich wusste genau, wo einsteigen, damit ich auf der richtigen Seite sitze, dass ich aus dem Fenster schauen konnte und dieses Hallenstadion anschauen konnte. Und ja, jetzt durfte ich dort singen. Und hoffentlich ist es auch noch nicht das letzte Mal. Es wäre schön, nochmals dort zu singen. Es war wirklich mega, mega cool. Ja, das war so das Ende von 2017 und dann im 2018, im Januar, haben wir zuerst noch fleißig an Cold weitergearbeitet, haben dort die Vocals noch aufgenommen, den gemixt und gemastert, um ihn dann am 2. Februar zu releasen. Und dann ging es schon weiter mit diesen Wünschen, so, weil ich habe dann einfach eine Mail gemacht und den einfach mal an alle Radios, die ich so kannte, geschickt. Und ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber jedenfalls haben dann ein paar Radios zugesagt und haben jetzt Cold im, wie sagt man dem, in der Rotation. Es war auch so lustig, diese Reaktionen, denn zum Beispiel meine Großmutter war beim Coiffeur und dann lief Cold im Radio und sie so, oh, das ist mein Großkind und so. Oder bei einem anderen Kollegen, den ich noch aus der Schulzeit kam, lief plötzlich Cold im Geschäft und ich selbst habe es im Fall übrigens noch nie live gehört. Voll schlimm. Ich verpasse es immer. Nie den Kollegen aus der Schulzeit, den kennt ihr, das ist Angelo. Er hat Let You Go produziert und er spielt Klavier. Wir haben auch schon ein Cover gemacht. Jetzt ist gestern ein erster Song rausgekommen von dir, der richtig fertig produziert mit allem Pipapo drum und dran ist. Cold heisst er, den hören wir uns jetzt gerade an. Der ist vor der letzten Sommerferien entstanden. Am Klavier hast du den geschrieben. Die Frage Cold. Ja, dann ging es weiter mit ein paar Events dieses Jahr. Ich ging mit Sierra Terra an die Glow in Dortmund und dort ergab sich auch die Chance, auf einer kleinen Bühne zu singen. Und ja, dann ging ich noch mit Michi an die VidCon in Amsterdam. Das war auch ein cooler Ausflug und ich wollte dort mal noch ein Video hochladen, aber ich habe ja den Koffer liegen lassen mit der Festplatte und so.
Und das lehrt mich, dass ich einfach zügiger das Zeugs einfach hochladen sollte und nicht einfach warten. Und, aber ja, das Ganze ist ja auch hier in Erinnerung drin. Weil ich habe jetzt auch meinen Laptop hier und ich habe gesehen, ich habe fast keine Fotos mehr zwischen Januar und Mai. Einfach, weil ich auch mal noch mein Handy zerstört habe. Nicht extra. Ich habe es überladen mit Fotos und Videos, dass es keinen Platz mehr hatte, zum überhaupt noch hochfahren. Und dann ging alles verloren, das nicht auf der Cloud war. Und ja, deshalb habe ich dort eine mega Lücke an Fotos, das ich euch nicht zeigen kann. Aber ist nicht so schlimm. Und schaut mal, hier hat es Cold bis nach New York geschafft. Das ist auch New York im Hintergrund. So, what? Und das ist nicht gefotoshoppt, das Foto ist echt. Danke. Und ja, dann war auch halt diese Phase, in der ich einfach so die Energie verloren habe, weil ich realisiert habe, dass ich eigentlich alle meine Ziele erreicht habe, die ich erreichen wollte, so, und dass ich eigentlich meine Ziele, die ich eh schon mega hoch gesetzt habe, erreicht habe und dass sie eigentlich zu tief gesetzt waren. Und Leute, wenn ich euch eins sagen kann, setzt euch so hohe Ziele wie nur möglich. So hohe Ziele, dass andere sagen, du spinnst doch. Das passiert nie. Macht euch so hohe Ziele und ihr kommt definitiv weiter, als wenn ihr euch kleine Ziele setzt, das sowieso. Ja, und jetzt nochmal weiter im Jahresrückblick im Frühling. Bis zum Sommer waren die ganze Familie von mir so recht beschäftigt, indem dass wir die Alphütte, ich kann euch die schnell zeigen, ich bin nämlich hier oben, die hier nebendran, okay, man hat nichts gesehen, aber diese Hütte ist ja von einer Lawine umgerissen worden und wir haben die wieder aufgebaut. Ja, und so sieht es innen drinnen aus. Das hier war mal die Sauna und hier oben sieht man mein Snowboard, das vom oberen Stock runterkam. Hallo, wisst ihr noch, als ich euch die Hütte zeigte, die von der Lawine zerstört wurde? Wir sind heute gerade am Dach dran und es geht nicht mehr lange, dann ist sie fertig. Yay! Ja, das ist jetzt das Update. So sieht das jetzt aus. Diese Hütte war kaputt. Jetzt haben wir ja coole Lichter. Und so. Und ja, die Sauna ist auch wieder ganz. Und da ist ja das Snowboard rausgekommen. Yes! Und auch alles das hier und das hier haben wir alles gestrichen. Und das hier und alles Holz, das man sieht, ist lackiert. Das haben wir auch gestrichen. Das auch. Das auch. Nach der Boiler Party ging es los mit dem Musikvideodreh. Nach ungefähr 4 Stunden Schlaf ging es wieder weiter von Basel ins Wallis mit diesen zwei gestörten lieben Menschen. Und ja, ich zeige euch wieder ein paar Ausschnitte. Ja, nachdem wir angekommen sind, hier ist auch noch der Roman und wir uns geschminkt haben mit Victoria Georgina. Produkten ging es dann hoch auf den Berg, wo wir anfingen mit Drehen. So sah das dann aus, bei gefühlt minus 100 Grad haben wir da gedreht und es hat so stark gewindet, dieses Tuch ist 6 Meter lang, das hat einfach so, es hat gewindet und ja, es war saukalt, aber es hat sich gelohnt für die Bilder.
Bei den Teilnehmern ist auch Anna Sniff. Ob an der TubeCom im Hotel. Und da haben so viele Menschen die Choreografie für Let You Go geübt, die wir dann später noch gefilmt haben. Und dann am 8. November haben wir die Choreografie nochmals in Basel gemacht für Let You Go mit Vulkanen im Hintergrund. Woo! Wir sind in der Kirchner Arena mit dem Start vom Musikvideo. November passierte so vieles, dass ich eben fast irgendwie, ja, ich fühlte irgendwie nicht mehr so im Boden. Also nicht, dass ich jetzt überheblich oder so wurde, sondern mehr so ich, es war alles so neu und ungewohnt mehr. Und ich habe wahrscheinlich auch deswegen wahrscheinlich im Unterbewusstsein meinen Laptop und die Festplatte im Zug liegen gelassen, weil man sich sozusagen so wieder selbst ein wenig runterbringt ins normale Leben hinein, dass man sich gewohnt ist. Und ja, das war noch auch eine krasse Erfahrung, weil ich denke nicht, dass das ein Zufall war, sondern dass es wirklich wahrscheinlich so mein Unterbewusstsein war. Jo. Also, sabotiert euch nicht selbst. Studio und hier machen wir das Video zum Runaway Song. Schau mal, schnell, wie krass das Studio ist. Ich muss das Licht schnell anschalten. So. Oh mein Gott. Hallo, wir sind jetzt hier im 77 und Studio. Drehen wir dann gleich das Video. Ich muss mich noch umziehen und oha, es ist so ein schöner Raum. Ende Jahr ist noch diese Collaboration mit Vincent zustande gekommen durch einen Kommentar und das war auch nochmal mega eine crazy Erfahrung und ich habe mega Freude am Endresultat. Ja, und dann wären wir schon am Ende dieser kurzen Story. Ja, ich durfte jedenfalls so viele tolle Menschen dieses Jahr kennenlernen und ich bin mega dankbar für alles und für die ganzen Erfahrungen, die ich machen durfte und eben für die Menschen auch, die in mein Leben gekommen sind. Ich habe euch alle lieb. Danke, dass ihr dabei seid auf dieser Reise.